Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Zu einem neuen Odin war shoppen, was ja so nicht mehr so oft vorkommt. Ihr wisst ja, dass ich eine neue Küche habe und da butter ich jeden Cent momentan in die Küche rein. Also, die ist jetzt fertig, aber zum Abbezahlen, weil die Geräte, die Schränke und, also die Schränke sind abbezahlt, die Geräte zahle ich ab und die Baumaßnahmen. Und das ist halt nicht so wenig gewesen, aber jetzt habe ich für die nächsten 20, 30 Jahre, hoffe ich, doch mal mindestens Ruhe. Und deswegen, da geht jeder freie Cent hin. Und ihr wisst ja, dass ich mit Amazon Reflinks arbeite und da kriege ich von Amazon ab und zu einen Gutschein. Jetzt habe ich seit über 3 Monaten mal wieder einen Gutschein bekommen. Also ist immer so, wenn 25 € zusammenkommen, kriege ich einen Gutschein. Ja, also kriege ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt was für 20, 30 € kauft, kriege ich 2, 3 Cent, manchmal kommt drauf an, welche Kategorie das ist, kriege ich 10 Cent, 12 Cent als Dankeschön von Amazon, dass jemand über meinen Link eingekauft hat, dass ich Werbung dafür mache für Amazon und dass man die Produkte bei Amazon gekauft hat und nicht bei eBay oder sonst wo. Und da habe ich jetzt 2 Produkte kaufen können, wobei ich noch Geld dazugegeben habe und ich eigentlich nur eins wollte, aber dann doch 2 gekauft habe, weil das eine für einen sehr schmalen Taler da war. Aber da kommen wir gleich dazu. Und der liebe Sören hat gespendet, hat Donation gemacht und da habe ich dann auch was gekauft, aber nicht von meinem eigenen Geld, also von der Donation. Da erstmal nochmal fettes Dankeschön an Sören. Ich habe ja da schon ein Video zu ihm gemacht vorige Woche. Oder wenn ihr das seht, vor vorige Woche wahrscheinlich. Das ist der Xbox Elite 2 Controller. Ein Hammerteil. Ein Hammerteil. Auch ich versuche gerade mit den Pedals klarzukommen und hier, da gibt es auch noch Scuff-Pedals. Sieht man die? Ja, da gibt es auch noch Pedals von SCUF. Die werde ich auch noch bekommen. Die habe ich geschenkt bekommen. Die sind aber noch nicht da. Die sollen heute oder morgen kommen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich war heute, nee, Sonntag, heute ist ja Montag, Sonntag war ich noch wo und habe ein Paket abgeholt, was Freitag geschickt wurde. Ich hatte aber erst Samstag späten Abend die Bestätigung, die Nachricht gekriegt, ey, hier liegt ein Paket von dir. Also da, wo Odins Test angemeldet ist. Und da habe ich. Das wollte ich in dem Video eigentlich gar nicht sagen, aber da wollte ich ein extra Video zu machen. Aber es steht gerade hier. Ich sage einfach mal nur den Vornamen, Marco. Vielen, vielen Dank, Marco. Er hat im letzten Hangout, hat er. Opa, hat Hangout, ja. Hat er über meine Amazon-Wunschliste, opa, da sieht man das, einen Bauernhof geholt. Der ist ab 3 Jahre, die wird meine kleine Tochter heute kriegen, wenn ich sie nachher aus dem Kindergarten abgeholt habe. Kann sie denn auspacken, dafür freut sie sich und dann können wir Bauernhof spielen. Aber die wird sich freuen. Die liebt Tiere über alles. Das habe ich aber nicht bezahlt. Aber ich werde es euch trotzdem verlinken. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Weil es ein schöner Bauernhof aus Holz mit Tieren und so. Und ich habe persönlich mir dieses gekauft. Das ist ein Entfeuchter. Der soll ins Badezimmer. Weil der hat hier, glaube ich, 5, 6 Quadratmeter hat der. Und das reicht für das Badezimmer aus. Und dann habe ich noch ein, ich werde halt noch viel mehr davon kaufen und werde dann später auch noch einen Vergleich machen, welche laut, welche leise sind, welche gut, ja, wo am meisten Wasser denn abgezogen hat und aus der Luft gezogen hat und ja, das kommt dann alles später. Und den hier wollte ich eigentlich jetzt noch gar nicht kaufen. Der ist von Troptec. Troptec kennt ihr vielleicht von meiner Klimaanlage her. Da ist dieses hier. Und der ist für 6 bis 15 Quadratmeter. Nee, Quadratmeter ist doch 2. Was ist mit der 3? Hoch 3? Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls ist der für 6 Quadratmeter. Bis, was weiß ich, maximal 300 Milliliter in 24 Stunden. Soll der wohl ziehen? Da bin ich dann am gucken. Es gibt auch noch größere, teurere.
Aber da weiß ich nicht, was die bringen. Da müsste man sich dann mal schlau machen. Warum hole ich mir sowas? Der ist so wirklich leise, der von Troptech. Warum hole ich mir das? Weil wir haben hier Feuchtigkeit im Winter ziemlich schlimm in der Bude. Und das selbst, also hier geht es von der Wand her. Wenn ich hier anfasse, ist nicht so kalt. Ja, kann man normal anfassen, Fenster, richtig kalt. Und teilweise in den anderen Räumen ist es so, dass die Wand kälter als das Fenster ist, also schlecht isoliert. Und dadurch geht die Feuchtigkeit, wird die Feuchtigkeit, kondensiert die Feuchtigkeit natürlich da, wo es am kältesten ist. Das ist in der Ecke oder an der Wand, da, wo es am kältesten ist. Und wenn die Wand kälter als das Fenster ist, dann natürlich, also hier habe ich dann immer am Fenster, habe ich dann hier alles nass. Und damit hoffe ich, dass ich das dann bekämpfe. Funktioniert auch sehr gut, da kann ich schon sagen, im Schlafzimmer hat es super gewirkt. Erzähle ich euch gleich. Und aber in anderen Räumen, im Kinderzimmer teilweise oder so, habe ich das dann so, dass die Wand wirklich richtig arschkalt ist. Und die Wand kälter teilweise als das Fenster ist. Und dann geht die Feuchtigkeit natürlich dahin. Und kondensiert hier. Und was passiert? Auf Wand, Tapete, Wasser, kommt Schimmel. Und das bekämpfe ich regelmäßig. Einmal im Jahr, wenn es dann, es kommt nur im Winter, wenn es zu kalt wird und zu nass ist. Und dann hole ich mal Anti-Schimmelzeug rauf und dann warte ich, bis es trocken ist. Und dann kommt nochmal Anti-Schimmelfarbe wieder drüber und so. Und dieses Jahr ist wieder gekommen und da haben Freunde und Bekannte gesagt, holt euch das. Und wir haben auch viele Videos gesehen und uns beraten lassen und hast nicht gesehen von Freunden, die im Baugewerbe arbeiten. Und die haben gesagt, damit kannst du die Luftfeuchtigkeit runterregeln. Und wenn weniger Luftfeuchtigkeit da ist, kann weniger Feuchtigkeit an der Wand kondensieren und dann hast du weniger Schimmel. Ja, das wollen wir jetzt damit versuchen. Ich habe den jetzt hier von Troptech, habe ich im Schlafzimmer momentan gehabt. Der ist super. Der ist sehr leise. Und die Fenster sind frühest nicht mehr klitschnass. Etwas Nässe ist noch da. Ja, aber nicht mehr so, dass die ganze Fenster von oben bis unten klitschnass ist, unten schon tropft und dann tropft es ja dann vom Fensterbrett runter. Und dann habe ich so auf dem Fußboden immer eine Pfütze. So ist es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt ja nur ein bisschen Feuchtigkeit, was du mit dem Tuch so von unten so wegmachst, so wie eigentlich Normalzustand, wie es sein soll. Und ja. Ich weiß auch nicht, warum bei uns das gerade so feucht ist. Wir machen Stoßlüften, so wie der Vermieter das gesagt hat. Ich mache so ja öfter Stoßlüften, damit das, weil wenn es wieder feucht ist, oder im späten Mittag oder so, zack, nochmal Stoßlüften oder so. Aber naja. Und jetzt hoffen wir, dass wir das damit hinkriegen. Das hole ich dann für das Kinderzimmer, Küche, für Frauchen oben, hole ich das auch noch Geräte. Und da will ich verschiedene Geräte holen und dann alle testen, welche laut, welche leise sind, welche am meisten abgezogen haben. Also Luftfeuchtigkeit gezogen haben, welche ich empfehlen kann, welche vielleicht den Dienstherrn gestreikt haben, welche ich zurückschicken musste oder ähnliches. Da muss ich aber dann noch ein paar mehr holen. Das wird sich jetzt noch hinziehen. Das wird nicht so schnell sein. Ich kann maximal ein Gerät bis zwei Geräte immer im Monat oder alle 2 Monate werde ich es wahrscheinlich machen, holen. Und ich hoffe, dass die im Sommer dann billiger werden, teilweise noch. Und ja, dann werde ich da dann euch die dann alle nochmal vorstellen und zeigen und mit welchen ich am meisten zufrieden war. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant, hoffe ich doch. So, nichtsdestotrotz soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich werde jetzt die Videos bearbeiten. Ich habe nämlich eben auch noch ein Hardware-Video gemacht zu Kopfhörern. Also, ja, also Stöpseln in ihr, aber ohne diese in ihr Gummipinöpel-Scheiße. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's. Ich habe auch nicht mehr. Ja, nee, mehr habe ich nicht. Das ist das Einzige, was ich gekauft habe. Ja, mehr habe ich nicht. Ja, doch, einen Schlafanzug für die Kleine habe ich noch gekauft. Aber, na gut. Aber das war's jetzt. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, die Küche kommt jetzt demnächst dran. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Livestream machen werde oder ob ich die Küche so euch vorstellen werde, aufnehmen werde und das Video bearbeiten werde. Dafür habe ich mich noch nicht entschieden. Vielleicht Livestream, da könnt ihr auch Fragen dann währenddessen stellen. Müssen wir gucken. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was.
Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.